So, willkommen zurück zu der neuen Let's Test-Ausgabe von DayZ Standalone. Mit mir wieder dabei der Kachimodo, Jo. der immer noch nicht weiß, genauso wie ich, wo wir sind. Und Naja, ich habe ich hatte gerade gerade eben eine Magnum gefunden. ich hatte gerade eine fiese Überraschung von diesen beiden Kannibalen hier. Und die haben mich gerade blutig gehauen. Ja. Ende vom Lied, ich habe sie gedownt. Und hier ist irgendwo noch einer von den Chaoten. Ich weiß nicht jetzt auf jeden Fall. Hier ist ein bisschen neblig. Was ich auf jeden Fall mich jetzt ans Ziel machen wollte, mir mal ein Straßenschild zu suchen. Damit ich endlich mal weiß, wo ich ungefähr bin. Und ja. Und damit ich euch mal sagen kann, wo ich bin. Also, damit ihr. Ne? Ihr wisst schon. Aber ich glaube, die Experten da draußen wissen eh, wo ich bin. Und nur ich weiß es nicht. Ja, so wurscht. Ich weiß bloß, dass ich unbedingt Äpfelbäume brauche oder irgendwas zum Essen. Ich habe jetzt was zum Trinken gefunden, aber. Genau das brauche ich nämlich jetzt auch, weil ich muss mich irgendwie wieder heilen. Ja, meine Klamotten sind nass. Ich bin schon wieder durstig, obwohl ich gerade eben noch eine. Doch Also Gott, trinken ich habe doch habe ich gerade eine. echt reichlich, oder? Das ist. Ich hab eine Dose Cola getrunken, das hat es aber irgendwie nicht gebracht. Eine Kose Dollar? Kose Dola, ja, Dose Cola, Dose Dola. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Bin mir aber nicht ganz Oh, sicher. ein wunderschönes Gemälde aus irgendeiner Stadt, da es noch Leben herrschte. So, ich gehe mal hier, die Keule doch mal runter, Junge. So, danke. Oh Gott, ey. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Wieso das? Es hat gerade gedonnert ohne Ende. Bei dir? Also in-game. Naja, in-game. Ach so, wer hätte sein können, ne, daheim. Nee, 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 nee. Wegen Nichts da. Ungewitter und so, ja. Nö, nö. Bei uns ist alles recht entspannt. Ja, genau, es legt er sich hin. Ey, es ist gerade so leicht neblig bei mir, bei dir auch. Ja, leicht ist übertrieben. Und hier ist so ein leichter Hauch von Ja, Nebelaktion. ganz easy. Das ist ganz leicht in der Ferne, ja, aber das Also, war's dann ich finde es schon. mittlerweile cool, dass die Zombies hier so ein bisschen rumschlurfen und nicht mehr so blöd dastehen wie damals. Jo. Das gefällt mir schon mal. I feeling hungry. Ja, du kriegst ja bald was, wenn ich auch was finde, mein Freund. Ich hoffe, du wirst noch lange, lange überleben. Was ich zwar nicht glaube, aber. Okay. Wie kann man jetzt da was trinken? Oh. Du brauchst eine Wasserflasche, oder? Ah, nee, Quatsch, du kannst, glaube ich, ja auch aus deinen Händen trinken. Ich habe jetzt eine CZ. Na, Braucht die für wunderschön. eine. Aber es zeigt mir nicht an, was da für eine Ne, ich glaube, was da reinkette. du musst die Informationen erstmal lesen von der Waffe. Dann steht auch, glaube ich, bei, was für Sechs. eine. Nö. Jo. Dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Empty Inspect. Wie ist das eigentlich hier mit dem Loot? Soll hier immer noch irgendwas unter dem Betten spawnen, oder? Nö, ne? Was? Ich kann mich noch an das erste jemals gezeigte DayZ-Video erinnern von Dean Hall damals, wie er gesagt hat, Ja. ja, das Loot, das spawnt jetzt nicht mehr da, wo man es so kennt, sondern auch unter den Betten und so, ne? Ja, so war es gerade bei mir. Also ich habe hier so ein so eine Trinkgedönse gefunden und daneben ist eine Waffe gelegen. Ach, schön. Und hier ist das Haus mal komplett nix. Nada. Und ich weiß auch nicht, wie viel ich da trinken kann. So viel du willst, bis dir dann irgendwann übel ist. Ja, das will ich ja nicht. Ja, deswegen musst du mal, glaube ich, dein Typi im Auge behalten. Also deinen Status nachgucken. Ja. Ah, hydrated, okay. Ja, das ist gut. Nur eins geht noch. Dann Nee, ist schon zu nee. viel. Alles gut. Ach, such, Waldo, such. So. Ich habe einen Topf Weiter gefunden. geht's. Geil. Yay. Könnte ich jetzt eine Überraschung drin lassen, aber ich muss leider nicht.
Das haben sie auch nicht eingefügt, was sie damals gesagt haben. Ja, ne? Ja, das war aber schon zu Mod-Zeiten. Ja. Dass dein Spieler unbedingt aufs Klo muss und sich erstmal an Toilettenlöchern ausheben und. Ja. Bei Ark ist es so. Genauso wie Hunde sollten ja auch damals so reinkommen. Hat ja auch nicht funktioniert. Aber wer weiß, vielleicht bietet das ja in der Standalone irgendwann mal ja hier. Ne? Der Laden? Ich war noch nicht im Supermarkt drin vorhin, genau, da wollte ich ja rein. Oh, den haben sie aber auch jetzt nochmal neu designt, glaube ich, also von der Außentextur. Oh, hier donnert es jetzt auch. Toll, ein Heatpack. Geil. Kann man das essen? Nee. Wird mir ganz warm im Magen, wenn ich es essen würde, ne? Ich habe jetzt hier 380 Autorounds gefunden. Ist denn aber nirgends rein, oder? Nee. Okay. Jetzt bin ich hier wieder in Industrial. Damo. War ich ja vorhin. Ich glaube, ich werde mal diese. Ist doch bestimmt eine Hauptstraße hier, was ist, ne? Oh! Search for Berries, jawohl. Also, ich erkenne das nicht, dass das ein. Naja, gut. I found not a thing, achso. Ja, dann such mal schön. Ach, ich habe ein Iglo auf dem Rucksack, alles klar. Jetzt habe ich 380er Autorounds. Okay. Ich glaube, es bringt nichts, wenn man denselben Busch ein paar Mal absucht, ne? Gute Frage, das kann ich dir nicht sagen. Deswegen nehme ich immer jeden einzelnen vor. Okay. Nö, dann werde ich mal die Autos durchsuchen. Nein. Okay, die sind. Alter! Hm? Der ist über den Zaun geklettert! Der Zombie? Ja. Hm. Aber über so einen Maschendrahtzaun, einen hohen. Der 2 Meter hoch ist. Und ich habe keine Bandagen mehr. Und ich blute. Geil, wa? Ja. Da blute ich jetzt mal schön aus. So, das war's dann mit dem Charakter. Scheiße. Es sei denn, ich finde ja was im Krankenhaus. Ist da was? Ja. Ja, irgendwie hat mich das Spiel jetzt wirklich wieder angefixt, so ein bisschen. Ja, mich auch. Vor allem, man hat wieder Schiss von den Zombies, also ich jedenfalls. Ja, das definitiv. Aber ich brauche halt echt was zum Essen. Ja, ich brauche was zum Verbinden. Weil durstig bin ich nicht mehr. Ich bin bloß noch. Naja, wenn ich jetzt sterben sollte, was wahrscheinlich der Fall ist, komme ich wenigstens irgendwo. Vielleicht spawne ich ja wo an einen Ort, den ich schon kenne. Na. Hoffen wir es doch. Oh. Okay. Ja, ich habe Rucksack. Schön. Voll geil. Oh, ich hab Platz. Ja, jetzt, wie ihr seht, mein Bildschirm wird langsam grau. Und, toll, die Dinger, die kann man nicht zerschneiden, die Jacken, ne? Doch. Mit dem Messer doch, normal schon. Diese normalen Jacken? Ah, das weiß ich nicht. Also, wenn du bei mir in der Nähe wärst, ich würde dir gerne ein bisschen was abgeben von meinem Zeug. Wow, da ist so eine. Nee. Kann man nicht. Mit dem Messer in der Hand geht nicht, oder? Nee. Na, dann werde ich erstmal alles trinken hier. Wir uns das Messer auf die Jacke ziehen? Ja, habe ich schon probiert. Okay. Oh, ich habe ein fahrbares Auto gefunden. Schön. Tire Repair Kit. Okay. Oh ja, das wäre auch ein geiles Ziel, wenn wir das mal verfolgen könnten. Dass wir uns
mal ein Fahrzeug zusammenbauen. Das Auto ist schon relativ ganz. Ja, das ist, glaube ich, schon wieder echt. Das sind so Ziele, die man jetzt hat, weißt du? Das war ja auch das größte Problem in der Standalone. Du hattest irgendwie nie wirklich Ziele mal, die du erreichen konntest damals. Jetzt komme ich nicht mehr raus aus dem Auto. Ah, jetzt hat. Okay, also das Auto ist noch nicht. Ja, also ich werde gnadenlos verbluten, so wie es aussieht. Weil ich finde hier keine Bandagen, gar nichts. Das ist kacke. Powdered Milk. Ich weiß, dass du dich hungrig fühlst, aber ich kann dir leider nichts geben. Oh, das ist dieser typische, wie soll ich sagen? DayZ-Mythos. Sobald du gespawnt bist auf dem Server, der erste Schlag von einem Zombie ist gleich ein blutiger Schlag. Das ist ein Mythos. Aber es wird. Also bei mir ist es so. Ich bin jetzt schon pump, also beim letzten Charakter ist es mir passiert, dass wenn ich geschlagen worden bin, sofort geblutet habe. Ja, ich meinte ja, jedes Mal. Das war bis jetzt bei mir auch mal der Fall, auch in der Mod. Ja, in der Mod war es wirklich so. Okay. Also es gibt auch Häuser, wo du nicht reinkommst. Ja, hier gibt es auch bestimmt diese One Lucky Punch Zombies da. Einen Schlag und du bist sofort ohnmächtig. Ja, bestimmt. Ja, cool wäre es halt schon, wenn wir uns finden würden irgendwie. Ja, dann könnten wir uns wenigstens gegenseitig irgendwie helfen. So, ja. So ist man jetzt hilflos. Und ich glaube nicht, dass hier das gleiche passieren wird wie in der Mod, habe ich mal das Glück, dass ich dann auch mal aufgehört habe zu bluten. Nee, glaube ich nicht. Das soll ja eigentlich wesentlich schwerer geworden werden sollen. Tun. Ich könnte mir jetzt neue Schuhe nehmen, ja wunderbar. Aber nichts zum Bandagieren. Ach ja. Das, was du brauchst, findest du nicht. Nee, niemals. Ich weiß nur damals die Sache mit einer Toolbox oder irgendein scheiß Teil, ey. Oh, hör mir auf, Toolbox. Toolbox, Reifen, Engine oder irgendwas oder ein Rotor. Ja. Ah. Aber das wird hier nicht anders der Fall sein. Hier brauchst du bestimmt auch irgendwelche Items. Ja. Ja. Die du nicht sofort finden wirst. Oh, da in der Ferne. Es hat der blöde Zombie meinen Plan echt durchkreuzt. Ich wollte ja eigentlich hier erstmal wissen, wo ich bin, und jetzt bin ich hier auf der Suche nach einer Bandage. Rex oder. Oh, ich habe mal Reifen gefunden und eine Batterie, geil. Ja, Reifen habe ich auch schon ein paar gesehen. Geh auf die Tür. Irgendwie, ich weiß nicht, kommt mir das jetzt so vor? Also es fehlt noch ein bisschen mehr Atmosphäre, oder? Es ist für mich irgendwie noch zu ruhig. Ja. Also es müsste halt so ein bisschen wieder, ich weiß nicht, irgendwas fehlt noch. Also so ein kleines i-Tüpfelchen, sodass du wirklich noch mehr... gut, das... Ja, aber es kommt sicher noch. Also mir gefällt die Atmosphäre so wie es ist aktuell mit diesem Nebel. Kannst du dich noch an die eine DayZ Mod erinnern hier mit den ganzen wie hieß die denn? Breaking Point? Jo, ja, kann ich mir noch dran erinnern. Mit den fiesen Nebel, den Monster Sounds und alles mögliche und oh. Das war aber jetzt nicht die Arma 3 Version, sondern noch die Arma 2 Version. Die war echt übel. Die war echt mega. Wobei ich muss sagen, es kommt halt echt gut hin jetzt mit der DayZ Standalone. Oh, was habe ich hier? Garten, oh Gott. Na gut, dann werde ich mal in die nächste Stadt laufen. Bist du gestorben, oder? Nee. Ich bin am Verhungern. Also ich habe hier ein Schild, aber ich kann es jetzt gerade nicht entziffern.
vielleicht wissen es diejenigen, die ich gerade, die Zuschauer, vielleicht können die mir sagen, wo ich war zu dem Zeitpunkt. Wo ich jetzt hinrenne. Aber es wird ja, glaube ich, in dem Fall, bin ich ja eh schon bestimmt schon über den Jordan. Ist noch nicht, hey. Ich finde Zeugs, aber ich kann es halt alles nicht gebrauchen. Schade. Das ist halt alles nur irgendwie. Autoreifen hoch 10. Ja. Ach scheiße, ich hätte mal probieren können, ob ein Zombie irgendwie da die Kleidung abschneiden kann, ne? Hab ich nicht gemacht. Ich glaube, das geht nicht. Mal da andere Schuhe. Ah, die sind damaged, okay. Dann werde ich mal da oben hochlaufen, das sind Häuser. Na. Aber ich glaube, so lange werde ich es eh nicht mehr machen. Ja, ich bin am Verhungern, wie gesagt. Das wird nicht mehr lange dauern bei mir, dann bin ich auch tot. Ja, dann wird mein Walker Texas Ranger bald hier Adieu sagen. Na gut, so viel geiles Sachen. Ja, jetzt mal gucken, wie lange das dauert, das mit dem Verhungern. Ich habe keine Ahnung. Beziehungsweise verbluten. Aber ich muss sagen, es läuft echt gut. Ja, ich weiß nicht, wie viele Frames ich habe. Ich habe es nicht eingeblendet, aber... Also es läuft auf jeden Fall über 30 Frames. Definitiv. Ich habe auf jeden Fall konstante Frames, also... Das freut mich. Das freut mich echt. Ist ja das auch nichts. Ach man! Na, ich hoffe, dass sie irgendwie bald mit den nächsten Updates das Loot-System auch wieder ein bisschen verbessern werden, weil das ist doch. Ich weiß nicht, also. Ich finde schon Zeugs, aber es ist ja, halt echt. Ja, nicht so ich meinte aber irgendwie so, dass man das auch. Ja. Das halt ein bisschen. Wenn du jetzt so im Krankenhaus gehst, dass du da auch ein bisschen mehr Medic-Kram und so findest, weißt du? Achso, ja. Also da, wo ich jetzt drin war, da war so gut wie gar nichts. Oder es spawnt halt nur sehr lange. Das dauert. Ich weiß es nicht. Okay. Es kann aber auch sein, dass das schon das Loot-System, also von damals, das brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren, ne? Das war ja echt, boah. Nee. Es war nur ein, ja, nach dem Server-Reset war der Loot da, wurde es weggelootet, kam es auch nie wieder. Also, das ist wahrscheinlich, hoffentlich nicht mehr der Fall. Hier ist auf jeden Fall schon mal nichts. Das ist kacke. Bin ich jetzt schon wieder da, wo ich gestartet habe? Ja, das Geile ist, ich finde halt wirklich immer Sachen, aber ich finde halt nichts zum Futtern. Ja gut, das Problem habe ich jetzt auch, aber ich habe eher das Problem jetzt mit der Bandage. Ne? Ah, ich glaube, das ist ein Apfelbaum. Ja, Apfelbaum. Oh, ich bin ohnmächtig. Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, dann mache ich jetzt erstmal hier an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns dann wieder, ich glaube, mit einem neuen Charakter, würde ich sagen. Ich glaube, es sieht nicht immer gut aus mit dem.